Mein Name ist Ludwig Wächter, ich bin der Vorsitzende vom Thüringer Waldverein. Wir befinden uns jetzt auf dem Blessberg und zwar zum 24. Blessbergfest. Der Thüringer Waldverein, ein Heimat- und Traditionsverein, und wir pflegen das Wandern bei uns großgeschrieben und vor allen Dingen die Feste. Wir feiern ein Jahr ein Fest auf dem Blessberg und das ist heute am 3. August wieder. Der Blessberg ist einfach ein Anziehungspunkt. Der Blessberg in seiner Gesamtheit ein wunderschönes Wanderziel. Und die Leute, die heute das Blessbergfest besuchen, sind eigentlich bei uns schon Stammgäste. Sind ständig da und die scheuen auch nicht, von Stelzen hochzulaufen. Oder beziehungsweise, es wird ja leicht gemacht, es fährt ja Buschadl. Und von Siegmundsburg kann man ungehindert mit dem Bus den Blessberg erreichen. Auch für Ältere, denn es kann ja nicht jeder die 10 Kilometer mehr laufen. Ja, der Berg hat mehrere Türme, und zwar ein Turm, der mit Brettern verschaltet ist, das war mal der SED-Sendeturm. Dann haben wir zwei Türme von E-Plus und Vodafone für die gesamte Handyangelegenheit. Und der große Sendeturm steht schon seit 1972, wird das MDR, die digitalen Programme, das mit der Mitteldeutsche Rundfunk, die Jump Thüringen und so weiter wird dort drauf abgestrahlt. Da sah ich sie und bat sie um den letzten Platz. Und wir tanzen, tanzen, eng und schlungen, bis der Morgen kam. Und ich sagte zu ihr, als sie Abschied nahm. Und jetzt alle mit singen, kennt den Text. Wann liegen wir uns wieder in den Armen, Barbara? Ja, der Aussichtsturm, der hat eigentlich 70 Jahre gestanden, von 1902 bis 1972. Und 1972 ist er dann den Schneidbrennern zum Opfer gefallen auch. Wir haben dann nach der Wende bei der Vereinsgründung von uns aus gesagt, wir bauen wieder einen Aussichtsturm auf dem Blessberg mit einem Wanderheim. Und das Wanderheim hat sich angeboten, denn das war das erste Gebäude, wo auf dem Bless gestanden hat. Das war das Funkgebäude der Deutschen Post, wurde 1958 gebaut, wurde bis 1978 von der Post genutzt. Und ab 78 dann von der Nationalen Volksarmee. Und wir haben es dann 1991 übernommen vom Bundesvermögensamt und betreiben das heute als Wanderheim. Und wir tanzen, tanzen, eng und schlungen, bis der Morgen kam. Und ich sagte zu ihr, als sie Abschied nahm. Und jetzt alle mit singen, kennt den Text. Wann liegen wir uns wieder in den Armen, Barbara? Sag mir, wann werden wir mal wieder miteinander träumen? Der Aussichtsturm wurde neu gebaut, dazu gehört ein Funktionsgebäude mit einem Ausstellungsraum vom Naturpark Thüringer Wald, der auch gerne besucht wird. Und natürlich hat man vom Blessberg, einer der schönsten Aussichtsberge von Thüringen, einen wunderbaren Blick bis hinüber ins Fichtelgebirge, bis zum Ochsenkopf und Schneeberg, runter bis zur Wasserkuppe am Kreuzberg und nicht zu vergessen dann unsere höchsten Berge, der Schneekopf, der Bärberg, den Inselsberg kann man nicht sehen, weil genau der große Bärberg davor steht.
dann haben die Sorgen dann gewiss. Fühlt sich nicht auch am Tag zu allein. Leute, das doch egal, wir zusammen den heute Abend gehen wir feiern. Die ganze Welt ist ein Verein. Und jetzt alle und dann die Hände zum Himmel. Ja, der Blessberg ist eigentlich eine Keltensiedlung gewesen. Und zwar wie unten am Gleichberg oder beziehungsweise jetzt von Neuendorf aus fährt man oder läuft man über den Herrenberg, über den Königshügel. Und genau jetzt unterhalb Richtung südlich, Richtung Stelzen, befinden sich noch zwei Wälle, die von dieser Keltensiedlung herrühren. Ist natürlich nicht so wie auf dem kleinen Gleichberg, dass das eine Steinwallanlage war, sondern das waren Erdwälle. Und es sind auch auf dem Herrenberg und Königshügel in den 50er Jahren Ausgrabungen gemacht worden. Und da wurden etliche Relikte aus dieser Keltenzeit noch gefunden. Aber wir wollen das eigentlich gar nicht mehr so sehr haben, die Ausgraberei. Die zwei Wallanlagen sind da unten zu sehen. Und es ist eigentlich für uns eine wunderschöne Sache, denn der Keltenpanoramaweg geht von den Gleichbergen bis rauf zum Blessberg. Also unser Wanderheim ist eigentlich das ganze Jahr auf. Wir haben tagtäglich geöffnet von 11 Uhr bis 18 Uhr. Ist für den Wanderer immer gesorgt. Einkehr gibt's und vor allen Dingen, wir machen original Thüringer Küche. Es gibt Klöße, Thüringer Klöße auf Vorbestellung. Und das Wanderheim wird eigentlich von den Wanderern oder generell sehr gut angenommen.